So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge bei Portroyal 4. Wir befinden uns in einer neuen Aufnahmesession und wie bereits angekündigt, habe ich mich noch mal ein bisschen schlau gemacht und auch noch mal darum gekümmert, das Mysterium um die stolze und legendäre Queen Anne in Erfahrung zu bringen. Ihr werdet euch erinnern, das Schiff, wovon es tatsächlich nur eine Variante oder beziehungsweise eine Ausführung in diesem Spiel gibt. Relativ einfach gelöst tatsächlich. Man musste im Endeffekt, wie gesagt, bloß nochmal das komplette Tutorial nach dem Release des Spiels nochmal spielen. Und hat dann im Anschluss, so wie wir jetzt in diesem Fall, in der Werft der allerersten Stadt, also unserer Heimatstadt, die Möglichkeit, dieses wunderbare Schiff zu bauen. Was wir dann natürlich direkt mal in Angriff nehmen werden. Da haben wir sie nämlich tatsächlich. Im Endeffekt eine Ausführung einer Kriegsgalione mit etwas veränderten Stats. Wir können uns ja das Ganze mal vergleichsweise mal anschauen. Größte Besonderheit hier wahrscheinlich die Maximalgeschwindigkeit. Kein anderes Schiff schafft 13 Knoten. Wenn wir mal gucken, im Vergleich zur Kriegsgalione. Wie gesagt, die Schiffe dürften sich mit am ähnlichsten aktuell sein. Lebenspunkte, wie gesagt, ähnlich. Besatzung ähnlich. Beziehungsweise Kriegsgalione hat nochmal 10 Besatzungsmitglieder mehr. Aber hier sehen wir auch nochmal einen Unterschied. Ne? Wir haben eine höhere Manövrierrate. Und ja gut, der Unterhaltspreis ist nochmal geringfügig etwas weniger. Wir haben aber dafür nochmal 100 fast mehr. Ist irgendwo nachvollziehbar, ist halt ein Kaperschiff. Ne? Dementsprechend logischerweise großer Laderaum, um möglichst viel Prisenboot mitnehmen zu können nach einem erfolgreichen Überfall. Ja, Kanonen. Halt, Kanonen haben wir sogar 2 mehr als die Kriegsgalione. Ansonsten, wie gesagt, die Stats relativ ähnlich. Geschwindigkeit, wie gesagt, auch nochmal mehr. Und die Wendigkeit, wie gesagt. Wendigkeit haben wir auch nochmal einen Punkt mehr. So, die werden wir direkt mal einen Bauauftrag geben. Denn das Gute ist, es ist halt eine Art Kriegsgalione, kostet aber keinen Ruhmpunkt. Die Baukosten waren jetzt auch ähnlich wie die Kriegsgalione. Und dann werden wir mal abwarten, bis die fertig ist und werden die dann mal austauschen. Wir müssen tatsächlich mal gucken, wie wir das am besten machen. Die Linienschiffe wollte ich eigentlich ganz gerne drinnen behalten. Ich nehme mal stark an, wir werden das wahrscheinlich so machen, wir werden die Queen Anne dann anstelle einer Kriegsgalione mitnehmen. Da sich die Schiffe, wie gesagt, einigermaßen ähnlich sind. Wir mit der Queen Anne aber tatsächlich nochmal ziemlich coolen neuen Perk haben, den es auch nur auf der Queen Anne gibt. Das ist nämlich der Kraken, also der Kraken. Aktuelles Schiff lockt einen Kraken herbei, der ein benachbartes Schiff beschädigt und eine Runde stunt quasi. Gar nicht mal verkehrt. Kommen halt gerade für dann die größten Schiffe in gegnerische Flotten dann nutzen. Werden wir uns dann wie gesagt mal angucken. Scheint eine recht coole Animation auch zu haben. So, währenddessen haben wir halt noch relativ viel Kakao an Bord. Ne? Wir werden also erstmal noch versuchen, den Kakao nochmal loszuwerden. Bevor wir dann, wie gesagt, weiter unsere Route fortführen werden. Werden wir auf jeden Fall nochmal gut rum los. Unseren Hand werden wir auch nochmal los. So, Stoff werden wir nochmal ganz gut los. Und Kakao. 40 Tonnen erstmal, mag erstmal nicht viel klingen. So, die Eisenbahn hatten wir für Puerto Nuevo oder so aufgehoben, ne? Nuevo Filipinas, so rum. Da waren wir zuletzt stehen geblieben. Und ich glaube, wir hatten Krieg wieder aktuell. Ne? Genau, wir haben aktuell auch wieder Krieg. Oben können wir auch kurz nochmal gucken. Verschaffen wir uns nochmal eine kurze Übersicht. Wie gesagt, wir sind in einer neuen Aufnahmesession. So, Krieg, 10 Militärkonvois Unterschied. Da werden wir tatsächlich mal gucken. Wir müssen auch mal schauen. Wir haben aktuell halt nur 2 Militärschiffe drin. Mir wurde tatsächlich in den Kommentaren auch nochmal geschrieben, beziehungsweise ich wurde nochmal darauf hingewiesen, warum ich denn nicht während der Kriegszeiten wenigstens Mannschaften mit an Bord nehme. Könnte man theoretisch machen. Das Problem wäre an der Stelle aber, wir müssten dann mit einer kompletten 5er Flotte an Begleitschiffen lossegeln.
Wie gesagt, das würde jetzt keinen Sinn machen, jetzt bloß die Mannschaft mit an Bord zu nehmen und wir hätten dann nur zwei Kampfschiffe dabei. Ihr wisst ja immer, dass die KI meistens immer zahlenmäßig so schon in der Überlegenheit ist. Und in dem Fall, ja, mit zwei Schiffen als Begleitung. Wir können das mal kurz im Auge behalten, jetzt die nächsten Touren, die wir fahren. Wie weit unser Geld im Hintergrund steigt durch die automatischen Handelsrouten. Dann könnte man eventuell überlegen, die Flotte nochmal voll zu machen. Also sprich nochmal drei weitere Militärschiffe reinzunehmen. Nachteil ist natürlich, sollten wir tatsächlich unterwegs angegriffen werden, wir könnten keine Prise mitnehmen. Ne? Weil wir halt, wie gesagt, die maximale Anzahl an Schiffen dann schon in der Flotte haben. Das ist halt auch einer der Gründe, warum ich momentan halt auch auf die Besatzung verzichte. Wie gesagt, wir könnten von besiegten Flotten sowieso keine Schiffe erobern aktuell. Weil uns der Platz in der Flotte einfach fehlt. So, wir werden uns dann erstmal weiter auf Beutetour begeben. Im Hintergrund dürften, wie gesagt, noch einige Baufortschritte weiterlaufen. Wir hatten, glaube ich, in Florida Keys nochmal eine Offensive gestartet. Da hatten wir auch, glaube ich, nochmal was umgestellt. Und wie gesagt, Port Orange müssen wir auch mal im Auge behalten. Da sieht es zumindest momentan mit dem Wohnraum noch ganz gut aus. Genau, Port Orange hatten wir ja umgestellt auf Luxuswaren. Dann müssen wir jetzt erstmal sehen, wie sich das entwickelt. Da fehlen aktuell überall nochmal ein, zwei Arbeiter. Ne? Die können wir jetzt im Prinzip, wenn wir wieder hier unten ankommen bei Andros, da dürften wir genügend haben. Dann nehmen wir in Andros dann quasi nochmal welche mit. So, nichtsdestotrotz habe ich natürlich nicht vergessen, dass die Spanier uns bösartigerweise einmal eine große Ladung geklaut haben. Wie gesagt, das werde ich natürlich weiterhin im Hinterkopf behalten und da werden wir uns auch nochmal revanchieren für. Oh, das lohnt sich aktuell nicht. Naja, mir scheint unser automatischer Handelskonvoi hatte hier schon was mitgenommen, ne? So, was wir nochmal machen werden, ein klein bisschen Rum mitnehmen, denn aktuell relativ günstig. Genauso Hanf. Hanf nehmen wir euch auch nochmal mit. So. Dann segeln wir weiter. Wir werden nebenbei immer mal so ein bisschen die Augen offen halten, ob hier eventuell nochmal eine Schatzflotte in der Zeit kommt. Was interessant wäre, wenn man tatsächlich hier den Fluss hochfahren könnte. Und das auch was bringen würde. So, unser Kampfkapitän hat wieder ein Level-Up, sehe ich gerade. Das ist ganz gut, dann kann man nämlich gleich Enterkämpfe nochmal erweitern. So. 10%, hier hatten wir halt auch schon nochmal 8% mehr Mannschaft. Können wir bald tatsächlich sagen, eventuell noch einen Punkt oder so und dann können wir unseren Kampfkapitän tatsächlich so lassen. So. Ich habe immer mal die Hoffnung, dass nochmal ein Schatzkonvoi kommt. Wir haben halt noch massiv viel Kakao im Laderaum. Wir müssen mal, wie gesagt, bei Gelegenheit jetzt dringend mal unter das Volk bringen. So, Rum nehmen wir nochmal mit. Ich hoffe tatsächlich so, dass sich die spanische Flotte momentan so ein bisschen außerhalb unserer Reichweite aufhält. Kaffee hat man auch noch ganz schön viel, ne? Generell kolonial waren sie gerade. So, mittlerweile dürfte das Oster-Event, glaube ich, wieder vorbei sein. Entsprechend, wir können noch mal gucken, aber ich glaube, ich hatte im Hauptmenü auch keine Benachrichtigung für ein Osterevent mehr gesehen. Ich meine, gut, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir es den 10.04. Dementsprechend ist Ostern dann auch schon wieder vorbei. So, hier hätten wir noch mal 9 Kapitän. Piratenschreck und Einschiffung. Eigentlich gar nicht mal so dolle schlecht. 10 Punkte.
Wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Wir müssen mal durchrechnen, wenn wir hier alles mitnehmen würden. Erhöht Geschwindigkeit auf See. Wir hätten hier 8. Das heißt, wir könnten hier nur noch 2 mitnehmen. Das ist natürlich nicht so gut. Navigator könnten wir gar nicht mitnehmen. Es ist halt jetzt der Nachteil, dass die Punkte nicht reichen würden. Können wir damit leider nicht gebrauchen. Hätte er 12 Punkte gehabt, wäre es eine Überlegung wert gewesen. Aber so leider für unsere Zwecke aktuell nicht wirklich nutzbar. So, wie gesagt, auch weiterhin sollte euch während des Schauens der Folgen irgendwas nicht plausibel sein, was ich mache. Oder ihr gerne nochmal eine Erklärung zu meinen Taktiken haben. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich gebe euch da gerne dann nochmal Feedback, was da so mein Hintergrund war und eventuell auch die Beweggründe. Vielleicht kann der eine oder andere von euch das dann in-game auch nutzen. So, hier werden wir erstmal nichts einkaufen. Ich denke mal, da haben wir erstmal genug. So, dann gucken wir mal. Wir werden uns, denke ich, von Tampa aus dann Richtung Nuevo Filipinas begeben. Einfach, weil wir dann weniger Gefahr laufen, eventuell nochmal in den spanischen Konvoi reinzusegeln. Händler aus Andros, oh, unsere Hauptstadt, ne? Mich interessiert dann später tatsächlich auch mal, was mit den ganzen Händlern passiert, die aus unseren Städten momentan kommen, ne? Die ganzen KI-Händler von Frankreich. Die müssten sich ja dann rein theoretisch auf die anderen Städte verteilen. Da bin ich dann tatsächlich mal sehr gespannt. Was gut ist, dass wir hier auch immer noch mal ein ganz klein bisschen was loswerden. Naja, Tampa mittlerweile, wie gesagt, war ja von Anfang an eine relativ kleine Stadt, ne? Auch so ein bisschen das Sorgenkind von Frankreich. Daran hat sich leider nicht viel geändert. So, und dann versuchen wir unser Glück. Hoffen wir mal, dass wir da unbeschadet ankommen. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh, okay. Anscheinend läuft das Oster-Event doch noch. Das ist natürlich da nicht so schlecht. Gut zu wissen, das heißt, wir werden auf jeden Fall noch mal weiter die Augen offen halten. Na, mittlerweile liegt hier an der äußersten Westgrenze der französischen Kolonien Richtung Spanien. Na gut, wenn wir hiervon ausgehen, es ist die nördlichste, dann ist es hier die westlichste. Liegen mittlerweile ziemlich viele Militärkonvois. Das ist gut für uns, ne? Es gibt uns mehr Sicherheit. Ist tatsächlich nicht so verkehrt. Naja, gut, das ist auch hier nur relativ wenig und kleine Mengen. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier nehmen wir nochmal rum mit. Gucken, Fleisch lohnt sich auch schon wieder nicht. Ironischerweise auch wieder relativ viel Kolonialwaren. So. Hier machen wir mal eins, hier machen wir ruhig mal Minus. Aber wie gesagt, ich möchte so schnell wie möglich die Quest tatsächlich abschließen. Wir können da nochmal gucken. Missionen. Wo hatten wir es? Haben wir gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ne? Ah, doch hier. Scheint sogar mehr geworden zu sein, oder? Nee, ich täusche mich. Wir müssen also noch über 2000 Fass Eisenbahn da abliefern. Hoffen wir mal, dass sich mittlerweile in unseren Kolonien die Produktion für Eisenwaren schon ein bisschen gesteigert hat. Wäre dann ganz gut. So, da haben wir wieder ein historisches Ereignis, meine Freunde. Ne? Heinrich IV. Wird zum König gekrönt. In der Kathedrale Notre-Dame-des-Champs wird Heinrich IV. Gesalbt und zum König von Frankreich gekrönt.
Doch im selben Jahr muss er das Land gegen eine spanische Invasionsarmee verteidigen und überlebt einen Anschlag auf sein Leben leicht verletzt. Eigentlich will er den gescheiterten Attentäter, einen französischen Studenten namens Jean Châtel, verschonen, jedoch verlangt das Gesetz dessen Hinrichtung und er wird gevierteilt. Unappetitlich, möchte ich meinen. Die armen Schweine, die danach die Sauerei beseitigen mussten. Naja, schon eine sehr unappetitliche Art und Weise, das Zeitliche zu segnen. Ne? Und in den meisten Fällen wurden dann die Gliedmaßen an jeweils ein Pferd angebunden und dann mit der Zugkraft der Pferde quasi Gliedmaßen aus der Verankerung des Körpers gerissen quasi. Nicht gerade die angenehmste Art und Weise zu sterben, müsste man meinen. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir hier noch irgendwas loswerden. Ein bisschen rum können wir noch mitnehmen. Dann haben wir wieder ein ganz klein bisschen in unserem Kolonialwahn los. Hm. Minimal, aber immerhin. So, Backwaren nehmen wir hier schon mal mit. So, und dann auf nach Florida Keys. Ich bin ja vorab schon mal gucken, wie lange es dauert, bis unsere Queen Anne fertig wird. Gucken wir mal im Hafen. Auftragsliste. Am 15. März. Also knappe 2 Wochen aktuell. Gucken wir mal, wie sieht's hier aus? Leider immer noch zu viel, ne? Mir scheint, ein Schatzkonvoi war zwar schon einmal da, hat aber leider die falschen Waren geholt. Also nicht die, die wir jetzt hätten abliefern können, großartig. Ich meine, es würde sich trotz alledem lohnen, da wir halt auch Kaffee und Tabak noch haben. Man muss staunen, obwohl es keine Vizekönigstadt ist, wie viele Militärkonvois Frankreichs momentan vor Florida Keys liegen. Erstaunlich, erstaunlich. So, dann denken wir uns gleich wieder mit heimattechnischen Waren ein. Mal gleich wieder ein bisschen was mit. Müssen gleich bei Gelegenheit auch nochmal gucken. Wir haben ja wieder aktive Piraten aktuell. Und dann gleich mal gucken, was die aktuell so treiben. Hm. Versorgen wir unsere Leute gleich wieder mit köstlichem Rum. Ironischerweise werden wir sogar hier relativ viel unserer Kolonialwaren los. Kakao, wie gesagt, immer noch relativ viel. Backwaren können wir uns auf jeden Fall nochmal eindecken. Das sieht ganz gut aus. Da dürften wir so schnell erstmal keine Probleme haben. Haben wir zwar eine leichte Überproduktion erschaffen, das mal so zu sagen. So, wir werden ein anderes auf jeden Fall nochmal anlegen und nochmal Mannschaften mitnehmen. Wie gesagt, der Hintergrund auch vielleicht als Erklärung nochmal, warum ich in New Orleans keine Mannschaften mitnehme, um unsere Betriebe zu versorgen. Ihr habt gesehen, wir haben dadurch, dass wir alle Städte abgefahren sind, relativ lange gebraucht, bis wir jetzt oben in St. Augustine und in Port Orange ankommen. Ne? Und wir müssten jeden Tag die Mannschaft, die wir dann mitgenommen haben, müssten wir die Heuer bezahlen. Da wir hier ein anderes aber auch relativ viele Mannschaften bekommen, können wir den Weg bis zu unseren Produktionsstätten natürlich verkürzen. Sparen uns also einige Tage, wo wir Lohnkosten zahlen müssen. Kann Frankreich auf eure Hilfe zählen? So, dann gucken wir mal, was die Piraten sagen. Wir sind momentan alle wieder einigermaßen runtergewirtschaftet. Das ist aktuell gerade ganz gut für uns. Tuga und Isabella. Also die beiden wären für uns ein Problem. Der eher weniger, der ist relativ weit weg von uns. Aber die beiden werden auf jeden Fall ein Problem werden. Da werden wir uns drum kümmern müssen. Da kommen wir nicht drum herum. So, dann gucken wir mal. Baustoffe können wir, wobei nicht wirklich viel.
Drum lassen wir gleich wieder hier. Man sieht aber, denke ich, ganz gut, dadurch, dass unsere Stadt mittlerweile so riesig ist, sind sämtliche Waren relativ knapp, ne? Bis auf die, die halt produziert werden. Haben wir also tatsächlich sogar auch einen kleinen Vorteil. Kolonialwaren kriegen wir wieder ganz gut, das ist auch gut. So, Baumwolle nehmen wir euch auch nochmal mit. Wenn es denn hier gerade so gut im Angebot ist. So, wo wir jetzt darauf achten müssen, wir brauchen die Mannschaften, ne? Die nehmen wir euch mal komplett mit. Keramik nehmen wir vorsichtig noch ein bisschen mit, so viel wie wir können. Kleidung auch. Es sind nur kleine Mengen, weil der Verbrauch der Stadt momentan schon ziemlich groß ist, aber das kriegen wir, denke ich, hin. So, meine Freunde, das war's für die erste Folge der neuen Aufnahmesession. Wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge schauen, dass unsere wunderbare Queen Anne fertig wird. Die werden wir dann auf jeden Fall direkt in die Flotte eingliedern. Lasst auch diesem Video gerne wieder ein Däumchen da, unterstützt weiterhin das Projekt. Wie gesagt, wir nähern uns langsam, aber sicher, sicheren Gestaden. Denn, wie gesagt, die Konzessionen sind mittlerweile relativ überschaubar tatsächlich schon geworden. Je nachdem, wie schnell wir jetzt an Ruhm kommen, werden wir dann tatsächlich auch in Reichweite unserer großen letzten Aufgabe kommen, nämlich der Unabhängigkeitserklärung. Lasst euch dementsprechend noch überraschen, was da noch an Aufgaben und auch an Abenteuern auf uns zukommen wird. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.